Und damit hello again zu Vlog Nummer 2 für euch. Ja, heute geht es dann los mit dem ersten richtigen Programm. Wir haben jetzt kurz vor 7. Ich habe sehr, sehr gut gepennt. Ich bin gestern Abend so um 10:30 eingepennt, ungefähr um den Dreh. Und war easy. 2-3 Mal wach geworden, das bleibt nie aus. Aber ansonsten ist alles easy. Ja, ich war jetzt gerade duschen, habe mich schon mal fertig gemacht. Wir gehen jetzt gleich einmal hoch zu René. Den holen wir ab, der ist ja 6 Etagen über mir. Dann können wir da den View nochmal einfangen, so zwecks Sonnenuntergang wahrscheinlich, perfekt, Sonnenaufgang auf süß. Heute ist der Plan, wir haben heute quasi Meet and Greet, Interview, Spot, ich vergesse den Namen immer, wie das heißt. Wir werden heute einige WWE-Superstars treffen, mit einigen kann man ein bisschen quatschen. René wird ein paar Interviews machen, ich werde da ein bisschen auch die Kamera halten, ich werde heute auf Fotojagd gehen. Ja? In der Foto-Hunter, Ladies. Ich würde mich wieder sagen, eine positive Bewertung freuen. Abo auf dem Kanal, falls du noch keins dagelassen hast. Es wird noch weitere Vlogs geben die nächsten Tage. Heute Abend sind wir dann noch bei SmackDown. Das kommt auch noch in dem Video. Ich werde den ganzen Tag wieder filmen. Jetzt gleich Interview. Danach werden wir nochmal zum Superstore gehen. Dann werden wir zu SmackDown gehen. Und danach ist die Hall of Fame-Veranstaltung. Danach werden wir was essen gehen. Und dann ist der Tag auch schon wieder um. Aber bis dahin ist auf jeden Fall eine Menge zu tun. SmackDown habe ich auch Bock drauf, ey. Ja, in der City ist noch sehr, sehr ruhig, ja. Aber ist ja auch noch früh. So, ich ziehe mir die Schuhe an und dann gehen wir hoch zu René. Mir egal, ob der wach ist oder nicht. Hat er Pech gehabt. So, und dann sind wir angekommen in the Bums. Und dein View ist natürlich nochmal. Oh. Weiß nicht, ob das über der Kamera so rüber. Du kannst ja überall hinglotzen. Hm. Ich habe da vorhin irgendwo auch Belly gesehen. Ich dachte, du sagst jetzt den Weihnachtsmann, aber. Ja, krass, du bist komplett auf der anderen Seite. Das ist so groß hier alles. Aber hier, Alter, 7 Uhr morgens, Highway schon wieder maximal voll. Also. Ich will mich auf jeden Fall, wenn wir zu Hause sind, nie wieder über deutsche Autobahnen beschweren. Und wie hast du gepennt? Boah, ehrlich, ich habe gepennt wie ein Stein. Ich war sofort weg. Ja, wir waren 28 Stunden wach, deswegen, also ja. Hat gut getan, sage ich mal so. Und ich fühle mich auch sehr, sehr fit dafür, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen der Adrenalin, der gerade reinkickt, weil das wird gleich aufregend. Ich bin immer neu, deswegen habe ich das Handy in der Hand. Ich schreibe mir die ganze Zeit Notizen auf für Fragen. Ja. Ey, ich will da nicht einfach so leer hingehen. Ne? Das wird ja, habe ich euch ja gerade schon gesagt, wir haben jetzt gleich dieses, wie heißt das richtig? Ich vergesse den Namen immer. WrestleMania Talent Access Interview Gedöns. So. Das ist offizieller Name. Gedöns auch hinten dran, ja. Vor allen Dingen. René wird da ein paar Interviews führen. Ich werde für René den Kameraman machen und mir, ich habe gesagt, ich gehe auf Fotojagd. Ja. Das könnt ihr bei René dann sehen, die ganzen Interviews und sowas alles. Wir splitten das ein bisschen, dass wir nicht in beiden Vlogs immer das gleiche drin haben, dass wir ein bisschen switchen können und einfach noch ein bisschen mehr Input hier bekommen. Und wir natürlich uns die Vlogs gegenseitig so supporten. Versteht ihr? Also checkt es auf jeden Fall sehr, sehr gerne ab. Wird, denke ich, echt gut werden. Ich habe richtig Bock. Heute Abend dann, wie gesagt, noch SmackDown und Hall of Fame. Und mittendrin werden wir nochmal zum Superstore gehen, ne? Habe ich mir gesagt. Hab ich auch gesagt. Haben wir auch gesagt. So, dann treffen wir uns jetzt gleich unten. Ich muss mit René jetzt noch 2, 3 Sachen besprechen. Ui, gucke mal hier. Kriegt er mal einen kleinen Vorgeschmack, was da passieren könnte. Slivo, siehst du die? Das ist ein Blaster. Und ich sag mal, in 6 Packs haben wir 4 Autogramme drin. Absolut klar. Nee, wir müssen jetzt noch ein bisschen... ist der Sound die ganze Zeit hier so? Ja. Hört euch das mal an. Bei mir ist der Sound auch, aber nicht so extrem. Schreibt es mir in die Kommentare, seid ihr geräuschempfindlich beim Einschlafen? Bei mir sehr extrem. Also bei mir reicht schon, wenn da... Das wird gar nicht gehen, sag ich dir ehrlich. Könnt ihr nie pennen, ne? Aber ansonsten auch hier, schickes Zimmer, ich filme einmal durch, die Unterhosen sehen alle weg. Das Bett muss so, das ist so ein amerikanischer Stil. Jetzt sind wir draußen, ich würde sagen knackige 10 Grad aktuell. Ja. Aber der Himmel ist sensational, wieder keine Wolke hier. Und jetzt warten wir. Wir müssen nur 5 Minuten latschen, also ist ganz, ganz entspannt. Romina ist auch schon da. Hallo. Die ist eigentlich auch mit einer der Gründe, warum ich hier bin. Ja? Über dich kam doch die Einladung. Ja, klar. Ja, also könnt ihr mal fette GGs da lassen oder mal Instagram abchecken, damit wir hier öfter so einen Content bringen können. Ja, ist ganz klar, ich brauche da Argumente, da brauche ich euch für. Ja? Ansonsten läuft das hier gar nicht. Ja, René. Oh, der Mann ist richtig nervös, ne? Der Mann ist richtig nervös. Er hat mir gerade richtig niedlich seine Fragen vorgelesen, aber die sind gut, muss ich sagen. Ja, die Fragen sind gut. Bin gespannt, ob du dir einen abstotterst oder nicht. Ich bin derjenige, der hinter der Kamera so...
Nee, wir warten jetzt noch auf die anderen Jungs und dann gehen wir gleich los. Wie gesagt, es ist gefühlt nur auf der anderen Straßenseite, wo wir hin müssen. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt. Ich denke, bei mir wird dann auch so ein bisschen Nervosität reinkicken. Wir wissen ja schon so ungefähr, wer da hinkommt. Und ich sag mal, da ist der ein oder andere dabei, der von seiner äußerlichen Erscheinung doch ein wenig einschüchternd wirken kann. Aber ich möchte jetzt noch keinen Call. Das seht ihr eh gleich. Ja. Look doch. So, die Crew ist versammelt. Wir machen uns jetzt auf den Weg Richtung Hotel. Das ist L, unser Ansprechpartner in L.A. Geiler Typ. Erinnert mich einfach an Doug Heffernan von seiner Art. So ein smarter Typ. Ich glaube, heute ist angesagt so 16 Grad, wenn mich nicht alles täuscht. Aber mal schauen. Wir sind ja gefühlt schon da, Alter. Wir gehen aus dem Hotel und gehen gefühlt in ein anderes rein und sind da. Gerade kickt jetzt bei mir auch so ein bisschen. Langsam werde ich auch ein bisschen nervös. Mal schauen, wie es wird. Ja, und danach werden wir, denke ich, nochmal zum Hotel zurückgehen und die Sachen wegbringen. Und dann werden wir noch auf jeden Fall einmal zum Superstore gehen. René will sich auf jeden Fall noch was kaufen, weil er konnte gestern irgendwie nicht mit Bargeld bezahlen vor Ort. Das ist auch ganz komisch. Hier geht nur Kreditkarte. Da musste ich halt für ihn bezahlen und er kann sich jetzt irgendwie so Guthabenkarten kaufen. Auch völlig, völlig weird. Und dann kann er damit da bezahlen. Aber die nehmen kein Bargeld an. René dachte eigentlich, er macht einen Five-Head-Move und nimmt sich Bargeld mit hier hin. Na gut, wenn du dann damit nicht bezahlen kannst, bringt dir das auch nichts. Ja. Von daher werden wir vom Superstore auf jeden Fall nochmal so ein Kiosk oder wie das hier heißt, aufsuchen. Und dann wird das, denke ich, laufen. Ja, dann sind wir jetzt gleich schon da. Dann werde ich wahrscheinlich da draußen erstmal filmen, weil ich wahrscheinlich gnadenlos überfordert sein werde. Ja, schön. Da lupen sie doch. Ja, die Bagage. Aber ist eine gute Runde, muss ich sagen. Ja. Wir haben hier ungefähr 10 Grad. Das juckt den Bruder da hinten überhaupt nicht. Ne? Er rennt einfach oberkörperfrei hier rum. Perfekt. Das ist ein anderer Planet hier, glaube ich. Also. This is where the magic happens. Wir haben gerade schon in der Lobby unten Bukati gesehen. Auf dem Weg nach unten ist uns Buddy Murphy entgegengekommen. Der ist ja, meine ich, zusammen mit Rhea Ripley. Also ein offenes Geheimnis ist das, glaube ich. Den haben wir gesehen. Ich wollte aber nicht hingehen. René ist hingegangen. Aber jetzt bereue ich schon wieder, dass ich nicht auch hingegangen bin. Aber er war super entspannt drauf. Ich denke, der wird zum Gym gegangen sein. Also so sah es zumindest aus. Ja, jetzt fuckt es mich schon wieder ein bisschen ab, dass ich nicht da auch bin. Mann, Alter. Ich dachte mir, ey, ist 7:30, Alter. Geht ihm nicht auf den Sack. Aber der war super entspannt, ne? Vielleicht sehen wir den gleich auf der Rücktour. Ja, hier sind quasi viele Leute. Jeder hat so eine Station quasi und die Superstars gehen dann wohl einmal reihum. Wir haben noch keine Station, aber wir sind gerade dran. Also kein Plan, was das hier geben wird. So langsam werde ich auch nervös, weil ich nicht weiß jetzt, ob wirklich die Liste stimmt, die wir bekommen haben, oder ob sich nochmal was getan hat bei den Superstars, die uns hier reinschicken werden. Ja, verrückt. Absolut, absolut verrückt hier. Ey, und wir haben sogar Buffet. Und ich sage euch ganz ehrlich, in diesem Hotel scheinen sehr, sehr viele Wrestler zu sein. Und wenn hier Shawn Michaels ist, dann ist mir egal, ob der verpennt ist, ob der keinen Bock hat oder weiß ich niemand. Dann springe ich den um den Hals. Punkt, Ende, aus. Wie gesagt, ich überlasse das René. Ich bin dafür einfach, für solche Sachen bin ich irgendwie nicht gemacht, ich weiß auch nicht. Mir reicht dann Bild, mal ganz kurz mal so ein Smalltalk ansetzen. Und dann bin ich schon maximal happy, was das angeht. Ja, verrückt, verrückt. Absolut surreal. Ich dachte eigentlich, ja, wenn du einen Tag hier bist, hast du alles so ein bisschen registriert, hast dich gesammelt, bist angekommen. Aber irgendwie ist das hier heute schon wieder die nächste Extreme. Also. Und dann geht's auch los. Erster in der Runde war Grayson Waller, der ja gerade noch bei NXT unterwegs ist, am darauffolgenden Abend das Match gegen Johnny Gargano hatte. Fucking Ausstrahlung der Bruder, super sympathisch gewesen. Bin sehr, sehr gespannt, wohin es den treiben wird. Und dann geht's los. Rhea Ripley war so das erste Interview von René. Er hatte sich noch ein paar Instruktionen reingeholt. Aber was soll ich euch sagen? Also, dieses erste Interview trug sich von alleine und Rhea Ripley hat eine Menge dazu beigetragen. Hatte so maximal Lust, die Fragen zu beantworten. Das war so richtig ehrliche Freude. Einfach super auf Augenhöhe das Ganze. Mega, mega sympathisch. Also das kann ich auf jeden Fall sagen. Das war einfach so, keine Ahnung, als ob man sich schon wochenlang kennt. Also sehr, sehr nice. Yeah, that sounds familiar to what I was doing right from the city. Oh, really?
Das komplette Interview seht ihr bei René in dem Vlog auf jeden Fall sehr, sehr gerne abchecken und ich kann nur sagen, ich habe auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, nochmal in der Slow-Mo. Ich war hinter der Kamera. Ladies, für wen die Blicke waren, wissen wir alle. Ja, Buddy Murphy, da würde ich nochmal 3 Wochen mehr ins Fitnessstudio gehen. Dann ging es weiter mit Otis und Chad Gable, Roxanne Perez, Io Sky und Dakota Kai. Das wären sensationelle Interviews. Unbedingt abchecken, Jungs, waren super, super witzig. Got me. Oh, Ladies, ich bin jetzt mal kurz rausgegangen. Hier haben wir ein bisschen Ruhe. Wetter ist sensationell, hör mal. Ah, schöner Wagen, ehrlich, schöner Wagen. Ihr habt jetzt einige Sachen schon gesehen. René ist fleißig am Interviewen. Ich halte die Kamera da. Und danach schießen wir immer noch so ein paar Fotos, je nachdem, wie die Zeit es so hergibt. Rhea Ripley habt ihr gerade gesehen. Wow, also mein lieber Scholli, wie die Lust hatte, die wirkt einfach wie so, keine Ahnung, wie so ein Mädchen von nebenan. Ja? Es kam mir so vor, als hätten wir die hier jetzt schon 7 Mal gesehen und man wäre so ein bisschen vertrauter miteinander. So kam das rüber. Aber generell, egal mit was für einem Superstar du dann ein Interview hast oder mal kurz ein paar Minuten. Carmelo Hayes fällt mir da auch noch spontan ein. Sehr, sehr korrekt drauf gewesen. Wir haben jetzt gleich noch mit The Miz. Müsste jetzt noch kommen, Chad Gable, Otis, also Bruder Otis ist, für mich ist Otis hier der absolute Showstealer, ja. Der Typ ist der maximale Knaller. Ich weiß nicht, wie oft ich mich schon fast eingepisst habe bei dem. Der rennt einfach mit Bauchtasche da rum, so, den juckt halt gar nichts, aber ist so ein witziger Mensch einfach. Wahnsinnserfahrung. Bobby Lashley ist leider nicht da, der war gelistet, wurde aber abgesagt. Wir spekulieren so ein bisschen seitens der WWE, weil er das Match gegen Bray Wyatt hatte und so zu viele Fragen eventuell deswegen gekommen wären. Ist aber auch nur eine reine Vermutung, ob das der Grund jetzt war. Bianca Belair ist auch noch da, die haben wir auch noch nicht vor die Linse bekommen. Das ist halt Wahnsinn, die stehen halt neben dir rum, wenn du sie mal abfängst und so. Alles super nett, ja, ist jetzt nicht so, dass sie dich dann so nicht angucken, vorbeigehen, nee, die haben auch selber Bock, so ein bisschen zu interagieren. Weltklasse. Und wenn ich jetzt noch drüber nachdenke, dass später noch SmackDown ist, ja gut, wird das wieder ein absolut kranker Tag werden. Den ganzen Stuff seht ihr übrigens auch auf Instagram, ja, beziehungsweise ich habe 2, 3 Bilder da gepostet, könnt ihr auch sehr, sehr gerne abchecken. Nochmal hier vielen, vielen Dank an 2K. Check das Spiel ab. Abchecken. Bestbewertetes Sportspiel dieses Jahr bisher. Ja? Also, kaufen. Kauf das. Hashtag Werbung. Ich muss das nicht sagen, aber ich sag's einfach, weil mir das Spiel auch Spaß macht. Ja? Check das gerne ab. Ich laber jetzt schon wieder zu viel, aber ey, da muss einmal raus, weißt du? Verstehst du? Da muss er einfach mal raus. Für mich ist das doch hier auch nicht alltäglich. Wenn ich das Wetter draußen sehe, guckt euch das mal an. Weiß nicht, ob man das hier sieht durch das. Da ist direkt der Highway. Bro, das ist ein Himmel wie aus dem Bilderbuch. Ich gehe jetzt noch mal eben kurz pinkeln und dann gehe ich wieder rein in den Raum, weil wir haben ja noch ein paar abzuarbeiten. Oh. Auf Miss habe ich auch Bock. Ich glaube, Miss wird auch sehr, sehr cool. Und hier geht auf jeden Fall auch nochmal ein Props raus an René, der die Interviews aus meiner Sicht überragend führt. Das sind seine ersten Interviews und dann noch mit Stars, seinen Lieblingen, weil so also Bianca Belair und so sind dabei. Aber er macht super. Das seht ihr bei René in den Vlogs. Ich werde euch das wahrscheinlich hier rein verlinken. Checkt es ab. Ihr habt bei mir die Perspektive, so behind the scenes mäßig. Und dann René, die Fragen, die er gestellt hat, stabile Kiste. Ja. Und es wurden auch Booster geöffnet. Seht ihr bei ihm. So, Freunde, und damit haben wir das Hotel verlassen. Es war die krankeste Erfahrung, die ich bisher gemacht habe als Wrestling-Fan. In dem Hotel war einfach jeder. Es war einfach jeder da. René und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Falls ja, dann werde ich das jetzt rausschneiden. Falls nein, dann hört ihr jetzt die Story. Ich bin mit René was zu trinken holen gegangen in dem Hotel selber. Wir sind quasi die Lobby entlang gelaufen. Oder den Gang aus der Halle raus. Ich bin noch komplett verwirrt, perfekt. Und haben uns dort in dem Kiosk, der da im Hotel ist, haben wir uns was zu trinken und was zu essen geholt. Neben uns frühstückt einfach Braun Baker, Spiegelei. Bukati chillt in der Lobby rum. Wer war denn da noch, Alter? Bro, es waren so viele. Die Tochter von The Rock. Ich blende hier immer mal Bilder ein, wenn ich welche mal. Ich hätte super gerne ein Bild mit Braun Baker gemacht. Ich bin ein Fan deines Papas gewesen. Ja. Rick und Scott Steiner, ein sehr, sehr geiles Tag-Team gewesen. Einfach fucking Legenden.
aber das war mir, ich weiß nicht, ich bin immer ein bisschen vorsichtig und auch gerade beim Essen und so, habe ich dann nicht gemacht, mir ein bisschen weh im Nachhinein, aber it is what it is, aber es war gestört, es war absolut gestört. Checkt die Interviews bei René ab, also das Interview mit The Miz dürft ihr nicht verpassen, das Interview mit Otis und Chad Gable dürft ihr auch nicht verpassen, Rhea Ripley hat er interviewt, Carmelo Hayes, auch sehr, sehr nice. Also alle, die wir dort hatten, waren super cool drauf. Ich habe meine Fotos alle bekommen. Ja, ich habe zwischendurch für euch so ein bisschen aufgenommen. Kleiner Funfact hier am Rande, da muss meine Frau jetzt weghören, wobei ja eigentlich nicht. René hat ein Foto mit Dakota Kai gemacht und ich dachte mir dann auch, komm, nimmt mal mit. Ich bin jetzt kein Riesenfan von ihr, ne? Aber wir haben ein Foto gemacht und oh, you smells good. Keine Panik. Ja, zu Hause, Füße stillhalten. Gegessen wird zu Hause, sage ich immer. Ne? Reminder an mich selbst, die Szene schneiden wir wieder raus. Ich will keinen Ärger haben zu Hause. Ja, ausschneiden. Ausschneiden. So, Ladies, guckt euch das an. Das ist hier der Oberhammer. Ne? Alles voller Palmen hier, egal wo du hier langlatscht. Und heute ist wirklich sehr, sehr entspanntes Wetter. Also es fühlt sich an so wie 17, 18 Grad. In der Sonne könnten es auch 20 sein. Einfach geil. Du merkst richtig dieses WrestleMania, diesen Flair hier einfach. Sensationell. Echt viele Deutsche hier, muss ich sagen. Also hier ist alles hier. Vor uns stehen welche aus Australien. Versammelt sich alles, ne? Das ist verrückt. Ich weiß nicht, wie oft ich mich wiederhole, aber es ist mir scheißegal. Ja, es ist mir scheißegal. Es ist eine Erfahrung, die mir niemand mehr nehmen wird, niemand mehr nehmen kann. Ich werde hier alles absorbieren, ne? Das ist... Boah, Bro. Jetzt machen wir uns auf den Weg zum Superstore. Ja, da ist er. The Shining Star from the Interview Himmel. What interview? Yeah, we can take one. Kannst du dir bitte einmal bestätigen, was Dakota Kai gesagt hat? Ja, ich hatte kurz nochmal ein Bild gefragt, dann kam Steini und zu Steini hat sie dann irgendwas gesagt, so that guy smelled very good. Und ja. Aha! Mal warte, Informationen an mich selber auch rausschneiden. Ich will keinen Ärger haben zu Hause. Rausschneiden. Rausschneiden. Hey, wir werden uns jetzt noch auf den Weg machen zum Superstore, nochmal zwei, drei Sachen einkaufen und dann geht's auch schon um 16 Uhr, Viertel vor vier, nach SmackDown. Romina beschwert sich ein bisschen, ich sage, ich finde das voll geil, das Wetter, sie sagt, es ist zu kalt. Es ist zu hell. Ach, auch noch zu hell, zu hell. Ja. Die Sonne ist auch einfach ist zu hell. Ich werde dann da noch ein paar Aufnahmen machen, ihr habt ja einiges schon gestern in dem Vlog gesehen gehabt, aber... Ich denke, das geht immer. Ich gucke mir sowas persönlich selber gerne an. Und vielleicht ist da auch der ein oder andere von euch dabei, der das Ganze hier ein bisschen enjoyt. Falls ja, Daumen nach oben, wenn Träumchen. Von nichts kommt nichts, sag ich mal. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich sehe gerade, ich muss den Akku wechseln. Ansonsten kriegen wir Probleme an Kasse 2. Ja, bis gleich. Wir sind jetzt wieder alle vereint. Al ist auch mit am Start. Wir suchen jetzt noch einmal so ein, wie heißt der, Target Store? Für so Giftkarten, damit René im Superstore bezahlen kann. Die nehmen ja kein Bargeld. Wenn wir gerade so ein bisschen philosophiert, das ist halt geil, so, weißt du? Überall, du hast überall dieses WrestleMania und wir reden gerade auch schon die ganze Zeit darüber. Wie awesome wäre das bitte? Steve Austin, LA Knight, einfach gibt uns einfach dieses Promo-Segment bei WrestleMania. Einfach dieses Yeah, what? Yeah, what? Und dann noch Chad Gable mit rein involvieren mit dem Schüsch. Und dann kommt Ron Simmons noch raus und droppt am Ende einfach dieses Damn. Bro, es wäre einfach WrestleMania Gold. Ich hoffe, wir kriegen das zu sehen. Zumindest Austin gegen LA Knight. Wenn da nicht Vince McMahon wäre, der sich denkt, darauf haben die Leute Bock, dann bringen wir es nicht. Ja, wie gesagt, ich bin nicht so ein großer Fan davon, wenn Austin dieses Jahr wiederkommen würde. Ich widerspreche dir jetzt einfach, aber ich bin ehrlich mit dir. Ja, ich weiß. Weil letztes Jahr die ganze Geschichte rund um Kevin Owens, Austin, es war einfach perfekt so gemacht. Auch das Weitergeben des Finishers. Aber wenn Austin kommt, ich werd nicht im Sitz, also ich werde nicht sitzen bleiben. So. Merkt ist ihr klar. Das? Boah, der führt drei Interviews mit irgendwelchen Superstars. Übrigens alles, ja, wäre okay, aber muss jetzt nicht. Also ich weiß nicht, ich glaube, das kommt nicht gut an. Sag ich dir ganz ehrlich. Slivo, guck ihn dir an. Du bist mein Zeuge. Was wäre denn für dich so, wo du sagen würdest, let's go? Mal abgesehen von The Rock. Also ich sag, er wird nicht da sein. Segmenttechnisch, es muss ja nicht mal eine Überraschung sein. Segmenttechnisch, ja, also LA Knight auf jeden Fall, 100 Pro, klar. Aha. Ja, aber es muss ja nicht mit Austin sein, das meinte ich. Ja, wer ist auch schon Austin, hast du recht. Ja, Orton ist halt sowieso klar. Da rechnen wir ja mit Monday Night Orton, Raw. Orton call ich Raw after Mania. Habt ihr jetzt hier von mir den Call? Wird wahrscheinlich wieder nicht passieren. Perfekt, wie Rumble, aber, ist alles schon wieder ja. Ich können eigentlich die Tickets stornieren. okay, was einfach... Hey, ein cooler Spot für Dolph Ziggler. Warum nicht?
Der hat zwar... Ja, wird schwer, der wird ja gerade auch nur noch zum Pushen anderer Superstars genommen. Ja, aber ey. Und Segler würde ich, glaube ich, mit am meisten im Roster von den bestehenden Superstars, die da sind, nochmal einen Push gönnen. Ja. So einen großen an die Seite geben, wie damals bei Big E. Oh, doch, würde ich fühlen. Weil Segler kann auch Titel tragen. Egal, wir sehen Omos live und das ist alles, was zählt. So, wir besuchen jetzt den Shop, weil sonst werde ich hier gleich überfahren und dann haben wir ein Problem. Das Witzige ist einfach, wenn du hier rumläufst, es laufen so viele Wrestler hier rum. Ich weiß nicht, wer von euch noch Furayashi kennt. Damals zu Smackdown-Zeiten. Der lief gerade einfach neben uns. Das ist so verrückt hier, ne? Also als Wrestling-Fan, du bist hier im maximalen Schlaraffenland. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Und inklusive hier ist ja nicht nur WrestleMania an dem Wochenende, sondern ist auch die WrestleCon, wo einige AEW-Stars sind, Legenden. Ja, also unter anderem Kevin Nash. Auch da ist gut aufgefahren. Und was Wahnsinn ist, ich glaube, jeder Zweite hat hier gefühlt einfach einen Belt, ne? Also jeder hat hier irgendeinen Gürtel gefühlt am Start. Die leben das komplett aus, aber ich liebe es. Hier diese ganzen Tourbus-mäßigen Dinger. Das ist auch so ein typischer Ami-Bus. Ja, und hier ist es. Der rote Teppich ist ausgerollt für uns. Ey, das ist echt eine Schlange, ne? Jetzt ist halt die Question. What is the question? Wie kommen wir da jetzt rein, sag mal? Mit dem Bändchen. Leck mich am Arsch. Puh. Das geht bis dahin rüber, ne? Also ich möchte auch gar nicht wissen, was da drin los ist. Ja, wir probieren mal unser Glück, dann melden wir uns gleich wieder da drin. Alter Vater. So, Ladies, wir sind auch tatsächlich schon drin. Wir haben jetzt mal ein bisschen den dreisten Move gemacht. Wir sind am Ausgang zum Security-Mann gegangen und haben gesagt, immer, wenn wir so Bänder, was geht hier ab? Weil da hätten wir locker 2 Stunden draußen gestanden. Und der hat einmal abgecheckt, ob wir durch den Metalldetektor-Test müssen. Und da haben wir ein bisschen so auf die Hundeaugen gedrückt. Da kommen wir rein. Schön! Ja, und jetzt sind wir wieder hier drin. Es ist gar nicht so voll, wie ich es erwartet hätte, anhand, was draußen abgeht. Ich kann mir vorstellen, dass die auch nicht alle gleichzeitig reinlassen. Nee, safe. Ich habe hier Geld ausgegeben, wo ich... Im Nachhinein, ich bereue das überhaupt nicht. Das war maximal der richtige Kauf mit der Mucke hier. Deswegen ist sie ein bisschen schwierig aufzunehmen. Ein kurzer Switch auf die Handy jetzt. Wir sind wieder zurück. Da war Mord und Totschlag. Ich weiß nicht, was ich da aufnehmen konnte davor. Puh, wir hatten ein bisschen Glück, dass wir die Bändchen da hatten. Ansonsten wären wir halt echt am Arsch gewesen. Wir sind jetzt wieder zurück zum Hotel und machen uns jetzt auf den Weg zu SmackDown. Das ist im Prinzip direkt neben dem Superstore. Von daher easy Kiste. Bin sehr, sehr gespannt, wo wir da sitzen werden. Und ja, es ist die letzte Show vor WrestleMania. Morgen geht dann die Party ab. Ja? Und ich zeige euch später auch noch, was ich im Store gekauft habe. Was ich heute gekauft habe. Du kannst hier Geld lassen, da ist nicht mehr feierlich, ne? Ehrlich. Aber ist geil. Und damit welcome to SmackDown. Bin sehr, sehr gespannt. Ist alles nochmal größer, ne? Also selbst die Halle hier. Geht ab, hast Bock oder was? Ich habe extrem Bock, oh ja. Ehrlich. So Hall of Fame, aber Baba-Plätze hier, ne? Ja, es ist mega. Schon beeindruckend. Hier spielen normalerweise die LA Lakers. Das ist auch ganz cool. Ist das so? Wusste ich gar nicht. Perfekt. Mal lernen hier aus, oder? Habe ich auch vor 5 Minuten erst gelernt. Ah ja. Aber direkt mit Wissenflex. So, wo ich am meisten drauf gespannt bin, ist ganz ehrlich die Stimmung. Weil ich war bisher nur auf House-Shows gewesen. Und wie sehr sich das unterscheidet, einfach nochmal. Es wird halt nochmal ein komplett anderes Erlebnis sein, weil dann, wenn die Werbung geschalten wird oder so. Es geht jetzt schon los. Ja? Hab ich Bock. Ich weiß nicht, wie viel ich filmen kann. Ja, ich versuche euch so gut es geht mitzunehmen, aber ich kann halt nicht die Matches hier filmen, das wird schwierig. Ja? Aber wir schauen mal. Ich finde es auf Handy komisch, ich gucke immer rein, aber hier ist die Kamera. Machst du gar nichts. Wir holen uns noch eben was zu trinken. Hier sind auch überall die Stände, aber hier gibt es eigentlich nicht viel anderes Zeug, wie jetzt zum Beispiel beim Superstore, außer den Handschuh, glaube ich. Warte mal, ich drehe mich mal. Außer jetzt den Bloodline-Handschuh, der wäre für mich schon wieder, weiß ich nicht. Nee, ich lasse es sein. Im besten Falle, ja, bei WrestleMania morgen gibt es halt auch noch Stuff. Da
oben noch so ein Lucha-Gürtel oder zumindest in den mexikanischen Farben. Aber du kannst hier nirgendwo mit Bargeld bezahlen, ne? Das ist so verrückt. Also hier ist wirklich nur noch Kreditkarte oder so Giftcards. Wobei René hat gerade probiert, mit Giftkarten zu bezahlen. Das hat mehr oder weniger funktioniert. Eine Karte ging überhaupt nicht. Die kann halt, wird er jetzt auch umtauschen. Aber ist halt auch nervig. The road. This is it. We sit at the precipice of the biggest event in sports entertainment history. WrestleMania is here. Ladies and gentlemen, SmackDown vorbei. War okay, ne? Das Nötigste wird gemacht für Mania. Ja, also war ja ein bisschen zu erwarten, dass nochmal alles zusammengefasst wird vor WrestleMania. Ende war Panne. Dass jetzt nichts Neues oder so krass kommt. Ende war Panne, sei euch ganz ehrlich. Also Roman Reigns fand ich Panne, Alter. Ja, ist sehr, sehr enttäuschend gewesen. Das war underwhelming, sagt man ja. Ja, das war irgendwie gar nichts. Bro, die waren nicht mal fertig mit der Promo am Ende. Also Reigns und Cody waren im Ring. Die sind da schon, ich schalte mal kurz, total zugange, ne? Ring wird abgebaut, Hall of Fame, alles angerichtet, mit Bull, Sitzen, alles Mögliche. Ja, jetzt bin ich sehr gespannt. Es ist 15 Minuten Pause. Mein Finger. 15 Minuten Pause jetzt. Ich denke, ich werde auf jeden Fall gleich nochmal pinkeln. Und dann schauen wir einfach, was geht. Ja, wir haben ja schon gesagt, so, wir mal gucken, was die Hall of Fame so mit sich bringen, wie das vonstatten geht. Ich meine, ein bisschen konnte man ja immer schon in den letzten Jahren sehen, aber einfach mal auch hier live den Vibe ein bisschen zu fühlen. Und ansonsten, ich glaube nicht, dass wir jetzt den ganzen Tag hier stehen oder den ganzen Abend noch hier sitzen werden. Wir stehen sowieso an der Sitzplätze, sehr gut. Aber ja, trotzdem ganz cool, einmal hier zu sein. So, meine Friends, wir sind wieder back in the hotel. Hall of Fame Veranstaltung. Ich glaube, es lag am Line-up, oder? Ja. Also wir waren nach Stacy Kibler sind wir tatsächlich schon gegangen, weil sonst wäre ich gnadenlos eingepennt. Ich weiß, ich schieb's auf Line-up. Ja, da ist halt, wenn du da nicht so viel kennst, sag ich mal, oder nicht zu so viel einen Bezug hast, so, das war mal cool zu sehen, auch nach der Show, es wurde direkt abgebaut und quasi für die Hall of Fame alles aufgebaut. Ihr habt es, denke ich, gesehen, ich werde es im Voice-Over, wenn ich nicht vergessen habe oder so, trotzdem ein paar Einblicke natürlich noch mitgenommen. Sind jetzt wieder zurück im Hotel, sind maximal im Arsch, wir haben jetzt knapp 10:30, ja, ne? Ich wollte euch eigentlich in diesem Video hier schon meine Sachen zeigen, die ich in dem Superstore gekauft habe. Wir verschieben das aber aufs Video morgen, weil ich denke, heute war genug hier drin und ich will nicht, dass das hier ein Stunden-Dingen wird oder so. So kann man sich da chillig mal reinziehen. Ja, morgen ist WrestleMania, Ladies and Gentlemen. Tag 1. Der wird, glaube ich, sensationally. Wir wissen unsere Plätze schon, ich werde die euch nicht verraten, aber das kann gut werden. Nee, wir werden jetzt noch die Dateien zusammenpacken. Ich bin jetzt noch bei René hier im Zimmer. Wir packen alles auf den Laptop, sodass wir die Tage immer gut strukturiert haben, dass wir, wenn wir die schneiden wollen, alles da haben, wo es sein soll und nicht noch irgendwelche Dateien suchen müssen oder so. Ey, ich hoffe, ihr habt ein paar coole Einblicke auch heute wieder. Für uns war es ebenfalls wieder ein überragender Tag gewesen. Sensationellen Eindrücken. Also ich stehe jetzt auch schon wieder hier bei ihm hier. Also die Ausbildung, die ist halt wirklich. Das kann nur über die Kamera gar nicht so rüberkommen, wie das hier aussieht. Über die Crypto.com Arena siehst du einfach nur die Straße. Hier ist es krass. So krass. Ach so, da hinten meinst du? Ja. Ja. Also das bleibt hier auch an Tag Nummer 2 ein maximaler Ausnahmetrip. Ich muss jetzt unbedingt die ganzen Akkus hier laden, weil sonst habe ich ein Problem morgen. Ja, ey, Ladies, ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Checkt die Vlogs bei dem guten Mann dahinter ab. Dort findet ihr die ganzen vollständigen Interviews. Und die müsst ihr euch reinziehen. Ganz, ganz wichtig. Bei mir habt ihr ja die eine Perspektive gehabt, aber bei ihm kriegt ihr die geballte Ladung Interviews mit The Miz, Chad Gable, Otis, Carmelo Hayes, Rhea Ripley. Habe ich jemanden vergessen? Ich habe ganz einfach überlegt, wie ich mein Englisch rechtfertige noch am Ende des Videos. Bro, dein Englisch war voll gut, Alter, ohne Spaß. Mal, wer dein Englisch hatet, der ist not the yellow phone, sehr gerne. Richtig, so walks the rabbit. Ja. Ne? Also, ey, wir verpissen uns jetzt.
Wir sehen uns morgen wieder in gewohnter Manier mit dem nächsten Vlog, WrestleMania Tag 1. Ja, und vorher noch NXT. Early Bird, hör mal. Wir müssen um 8 Uhr aufstehen und um 9 Uhr ist NXT. Das kannst du dir auch nicht ausdenken. So, wir quatschen hier nur noch Scheiße, wir verpissen uns jetzt. Macht es gut und bis morgen. Tschüss. Wie fähig denn das jetzt hier aus? Irgendwie cool. Gib mal deinen Bauch.